Ja, erstmal vielen Dank. Also vielen Dank, dass ich gleich so schnell ins Programm genommen wurde. Ja, mein Name ist Katrin McLean. Ihr könnt ruhig den vollen Namen wissen. Ich komme aus Ostdeutschland und ich war letzte Woche zum ersten Mal hier, habe das ein paar Freunden erzählt und habe dann irgendwie so ganz tolle Reaktionen bekommen darauf, was ich jetzt alles bin. Und das fand ich total irre, welche Persönlichkeitsbilder eben innerhalb von einer Woche von mir entstanden sind. Also ich bin jetzt gleichzeitig naiv, rechtspopulistisch, eine Verschwörungstheoretikerin und weil ich aus der ehemaligen DDR komme, habe ich ein erziehungsbedingt untertäniges Verhältnis zu Russland. Fand ich schon mal sehr interessant. Und weil ich kritische Online-Kommentare an unsere Medien schreibe, gerate ich nach einem Beitrag des Deutschlandfunk jetzt sogar in den Verdacht, eine Soldatin aus Putins geheimer Online-Armee zu sein. Also ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber dieser Beitrag behauptet tatsächlich, Putin soll eine geheime Online-Armee gegründet haben, die jetzt unsere Medien mit einem Shitstorm überzieht und hinter der Organisation von Mahnwachen steckt er vielleicht auch noch. Also mich hat dieser Beitrag sehr an 1989 erinnert, als die DDR-Medien behauptet haben, die Montagsdemonstrationen damals sind alle vom westlichen Geheimdienst organisiert worden. Genau. Ihr lacht da alle drüber und das finde ich auch toll. Mich erschreckt, dass heute so wenige Menschen darüber lachen. Also ich habe das ein paar Freunden erzählt und die haben dann gleich gesagt, so Putin-Online-Armee, muss man ja mal nachrecherchieren, könnte ja stimmen und so. Also das gruselt mich. Wir haben wirklich also damals über diesen Beitrag 1989 sehr gelacht. Und was ich halt insgesamt ganz erschreckend finde, nach den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ist, wie viele erwachsene Menschen in unserem Land Angst davor haben, zu einer offiziell genehmigten Demonstration zu gehen, um einfach nur ihren Wunsch nach Frieden auszudrücken. Also 1989 war das noch nicht so einfach in Leipzig, wo ich demonstriert habe. Da habe ich einmal eine Demonstration miterlebt, da haben Musikbands gespielt und die Polizei hatte den Befehl, diese Aktion zu zerschlagen. Da habe ich dann gesehen, wie Beamte Musiker auf Mannschaftswagen geprügelt haben, ihre Instrumente zerstört haben und so weiter. Ich war völlig gelähmt, hatte totale Angst. Und dann habe ich eine ältere Frau gesehen, die ist auf einen Polizisten losmarschiert und hat ihn angeschrien. Bist du wahnsinnig? Das könnte dein Bruder sein. Lass den sofort los. Das fand ich total großartig. Also ich war sehr beeindruckt von ihr. Und dann habe ich mir heute so überlegt, wenn ich mit dieser Frau darüber geredet hätte, was sie von homosexueller, also von gleichgeschlechtlicher Ehe hält, dann wäre die wahrscheinlich sehr empört gewesen, hätte gesagt, nein, um Gottes Willen, kommt gar nicht in Frage. Für mich wäre die trotzdem eine Heldin gewesen. Und zwar, ich hätte über das andere, hätte ich nachher mit ihr geredet, ja? Also ich finde, es gibt Dinge, da kann man Meinungen äußern und es gibt wesentliche Dinge, wo man zusammenhalten muss. Also versteht mich nicht falsch, natürlich, ich bin auch für die gleichgeschlechtliche Ehe. Aber ich finde es schon ein bisschen komisch, also wie dieses Thema auch hier immer wieder mit in Verbindung gebracht wird. Also eine andere Freundin von mir, die hat dann gesagt, nee, auf so eine Mahnwache nicht gehen. Ich habe gehört, da sind bestimmt Leute dabei, die Conchita Wurst scheiße finden. Deswegen kann ich da nicht hingehen. Und da habe ich mich dann so gefragt, also ich finde das völlig in Ordnung, dass Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ich gönne ihr das von Herzen. Aber ich habe mich dann auch daran erinnert, vor 4 Jahren gab es einen homosexuellen Sänger aus der Schweiz, den ich sehr schätze, der von unseren Medien mit ganz typisch homophoben Reflexen richtig verhöhnt wurde und der dann auf dem letzten Platz gelandet ist. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, damals war auch der ESC noch nicht dazu da, um ihn für einen ideologischen Feldzug gegen Russland zu nutzen.
Damals ist auch die russische Gruppe noch nicht von dem Publikum auf dem ESC ausgebuht worden. Also hier wird auch ein Thema total instrumentalisiert. Was ich aber eigentlich sagen will, der Wunsch nach Frieden ist für mich ein existenzieller Wunsch, den meiner Meinung nach, so wie es heute ja auch schon ganz oft gesagt wurde, Menschen mit den unterschiedlichsten Überzeugungen teilen können. Also, und ich selber finde es ziemlich absurd, was für ein unglaublich hoher moralischer und politischer Anspruch plötzlich an die Teilnehmer der Mahnwachen gestellt wird. Also der ist so hoch, dass ich mich manchmal schon frage, sollen wir jetzt jeder Einzelne uns ein moralisches Führungszeugnis bei den Grünen abholen, um ein Recht auf die Mahnwache zu bekommen? Ich weiß nicht, ja, ich bin ja ein Ex-Ossi. Vielleicht habe ich dieses Ding mit der Demokratie in den letzten Jahren ja auch falsch verstanden. Also ich habe gedacht, damit ist sowas wie Meinungsvielfalt gemeint. Aber in letzter Zeit erlebe ich zwar, dass jeder seine eigene Meinung hat, aber dass sich auch alle voneinander abgrenzen und sich gegenseitig ausgrenzen. Und anstatt gemeinsam für den Frieden zu kämpfen, nur noch darüber gestritten wird, wer mit wem was zu tun haben will oder darf. Die einzigen, die davon was haben, sind zum Beispiel die Oberbefehlshaber in Ramstein. Also ich finde, jeder Mensch, der für sich klar erkannt hat, dass Drohnen keine Friedenstauben sind und der sich dafür schämt, dass unbemannte Todesmaschinen in unserem Land gestartet werden und weit weg von hier aufgrund eines bloßen Verdachtes Menschen ermorden, darunter Frauen und Kinder, der kann und soll hierher kommen. Und wenn das Moslems sind, die Vorbehalte gegen die gleichgeschlechtliche Ehe haben oder konservative Christen, dann ist das erstmal okay. Die sollen alle kommen. Kommunisten, Demokraten. Es ist einfach, aber das wurde ja hier schon mehrfach gesagt, wichtig, dass sich hier Menschen versammeln, die ihre Stimme gegen imperialistische Kriege erheben, die militärisch und wirtschaftlich von den Großmächten Euramerikas geführt werden und täglich Armuts- und Todesopfer fordern. So. Genau, aber das wurde jetzt auch schon mehrfach gesagt. Das Einzige, was ich von den Teilnehmern einer Mahnwache erwarte, ist natürlich, dass persönliche Gewalt als Konfliktlösungsmittel abgelehnt wird. Und dass wir hier, dass das die einzige Grenze ist, die wir uns gegenseitig setzen müssen. Damit schließe ich mich einfach nur ganz vielen anderen Rednern jetzt an. Was mir noch aufgefallen ist, es bringt nichts, Argumente mit Gewalt durchzusetzen. Wir brauchen Informationen, Fakten und gute Gedanken. Aber wir müssen auch akzeptieren, man kann das Weltbild eines anderen Menschen nicht mit Gewalt ins Wanken bringen. Bestenfalls mit Geduld. Eine letzte Angst, die ich gerne noch benennen möchte, die mir auch eine Freundin gesagt hat, die sagte, naja, ich will nicht auf diese Mahnwachen gehen, weil dann habe ich Angst, ich könnte instrumentalisiert werden. Dazu nochmal ein Schwank aus meiner Jugend. Also 1989, als die Polizei noch auf der Straße stand und wir noch Angst vor ihren Knüppeln haben mussten, bin ich für freie Wahlen und demokratische Reform in der DDR auf die Straße gegangen. Da gab es viele unterschiedliche Vorstellungen unter den Demonstranten, was wir wollten. Aber was wir ganz bestimmt nicht wollten, war, Wählerstimmen für Helmut Kohl einzuwerben. Und ich glaube, ich weiß ziemlich genau, wie sich manche Leute heute in der Ukraine fühlen. Nach der letzten Wahl. Das haben die so auch nicht gewollt. Also ich jedenfalls kam mir am Tag der Wiedervereinigung politisch sehr missbraucht vor. Und trotzdem bin ich heute wieder hier. Denn für mich geht es hier um Leben und Tod, auch wenn ich persönlich im sicheren Bereich lebe. In vielen Regionen dieser Welt haben Menschenleben kaum noch einen Wert. Und ich bin froh, dass ich hier meine Stimme dagegen erheben kann. Dankeschön. Also danke euch. Danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Danke vor allem den Organisatoren der Mahnwache, aller Mahnwachen.
dass ihr das organisiert. Und ich wünsche mir, wie ihr alle euch auch, dass immer mehr Leute den Mut finden, hierher zu kommen. Dankeschön.